Willkommen zurück und willkommen bei Unhearted Black. Ja, wir müssen jetzt hier zu der vergessenen Stadt. Die ist ganz oben im Norden. Und uns ist ja die ARS abgehauen und die wollen wir halt wieder. Gut, gut, wir müssen jetzt hier erstmal wieder ein ganzes Stück fahren. Ich zeige euch hier natürlich gleich wieder den Weg mit. Wir müssen im Prinzip fast hier um die Insel. Wir haben hier bloß hier die kleine Abkürzung mal genommen. Schade, dass wir mit den Dingen nicht fliegen können. Wäre sehr gut. Da würde das alles ein bisschen schneller gehen, aber... Na gut, so geht das ja auch. Brauchen wir halt ein bisschen mehr Zeit. Also, wir müssen übrigens im Norden zum untersten Punkt. So, hier nochmal ein Groß. Im Prinzip waren wir hier auch schon. Aber wir mussten ja, wir konnten ja erstmal nichts erledigen. Aber jetzt können wir hier was erledigen. Und ja, da sind wir. Also ich habe übrigens hier mal wieder was geändert, was kleiner ist. Und zwar habe ich hier die Kiefer mitgenommen. Die ist wahnsinnig wenig HP. Ich glaube, wir müssen mal... Ich glaube, ich muss noch eine Substanz mal umtauschen. Sehe ich gerade. Ist nicht gut, wenn die so wenig HP hat. Und ja. Gut, gehen wir mal hier rein. Und jetzt kommt uns erstmal ein riesiger Spaß. Also ich weiß gar nicht, wem wir hier ansprechen müssen. Ah, ich glaube ihn hier. Genau. Also wir müssen jetzt hier nach der Mondtafel graben. Man kann allerdings auch mit einem guten Schatz, mit etwas Glück kann man hier auch zwei Waffen erhalten. Einmal von Sid und einmal von Barrett. Nee, von Vincent. Genau. So. Und ich glaube zu wissen, wo wir graben müssen. Ich glaube, das war hier. Wir probieren es einfach mal. Genau, und das soll ja auch schon reichen. Ich hoffe, ich habe das Richtige genommen. Dann lassen wir mal kurz hier ein bisschen ruhen. Den Spaß. Ich hoffe, ich habe den richtigen Ort gewählt. F erhalten. Okay, wir hatten jetzt hier kein Glück. Dann probieren wir das hier gleich nochmal. Aber ich war der Meinung, das war irgendwie da in der Nähe. Oh Gott. Na gut, dann legen wir hier mal ein paar Leute mehr hin einfach. Das wird schon hier irgendwo einer sein.
Okay, ich denke mal, das reicht. So, fertig. Das sind meistens die Bombe. Was ist mit den anderen Typen? Graben die jetzt nicht? Oder mussten wir da stehen bleiben? Oh nein, ich glaube, wir mussten da stehen bleiben. Ich glaube, ich weiß, was jetzt der Fehler war. Ja, ich weiß, was der Fehler war. Der Fehler war dabei, dass man sich dabei anscheinend nicht bewegen sollte. Beziehungsweise an der Stelle stehen sollte. Okay. Aber gut zu wissen, dass ich das jetzt weiß. Probieren wir es gleich nochmal. Muss man ja. Denn unter die Mondtafel kann man nicht ganz so viel machen. Ich glaube hier. Das müsste hinkommen. So, das ist natürlich eine kleine Geduldssache. Aber da müssen wir jetzt hier durch. Okay. So, mal schauen, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Sonst werde ich das hier irgendwann mal vorspulen. Beziehungsweise abbrechen. Aber es muss da irgendwo in der Nähe sein. Ah ja, haben wir es schon. Gut, hier haben wir die Mondtafel. Und da können wir jetzt hier erstmal wieder verschwinden. Ich weiß gar nicht, aber wir müssen, glaube ich, den Typen da ansprechen, oder? Ah ne, wir müssen weitergehen, genau. Dann laufen wir mal hier weiter. Hier waren wir ja schon. Jetzt kommen müsste hier der Wald kommen. Genau. So, die Kiada-Substanz, die haben wir ja schon aufgehoben, die hier in den Bäumen war. Deswegen brauchen wir hier nicht nochmal extra rumsuchen. So, jetzt kommt dieser Spaß. Ich war der Meinung, hier gibt es irgendwo ein Item. Ja, unten. Kann man unten langlaufen? Yep. Ein Wasserring. Den sollte man ausstatten für Cloud. Braucht den zwar nicht jetzt genau, aber man könnte, sollte es schon mal reinmachen. Falls, sonst vergisst man das ja wieder. Und es ist dann später ganz wichtig, dass wir das drin haben. Dann tanzen wir eine Runde. Ui, süß. Jetzt kommt mal meins hier. Hier, nimm das. Ui. Die überleben das. Krass. Ah, jetzt machen sie Todesstrafe auf jeden. Das ist gut, diese Substanz brauchen wir nicht sowieso noch. Dieses Feindeskönnen für irgendjemanden. Aber ich glaube, die Person muss die Viecher selber töten. Und ich weiß gerade gar nicht, wer Todesstrafe hat. Wer Feindeskönnen noch mit hat. Ich glaube, wir müssen uns da merken, denn
Also damit können wir dann die... Das andere Feindes können, was hier uns noch fehlt, bei den anderen Feindes können noch drauf tun. Also hoffen wir mal, dass wir hier die Gegner gleich nochmal bekommen. Wäre ganz schön. So, jetzt sind wir auf der Map erstmal. So. Jetzt lasst mich überlegen kurz, ganz kurz bitte. Muss man nach links oder nach rechts? Wir müssen jetzt erst den linken Weg. Genau. So, wir müssen dann hier links rein. Ich glaube, wir müssen zumindest nach einem Item liegen. Und der haben wir auch einen Speicherpunkt. Okay. Gut, da oben haben wir eine Kiste. Mal schauen. Was haben wir denn drin? Zauber. Aber was Gutes. Das Speichern brauchen wir jetzt hier noch nicht. Wir gehen erstmal nach Osten. Also hier müssen wir nicht irgendwo noch eine Kiste rumliegen. Kriegen können. Ah genau, da haben wir sie. So, da haben wir eine Aurora-Band. Mal schauen, was das so vorhin ist. Okay. So. Einziges Problem ist halt, dass dann dadurch was verschwindet. Ich muss direkt mal schauen, welche Substanz denn hier bei Tifa dann verschwinden würde. Das wäre Leviathan. Und ich glaube nicht, dass wir Leviathan erstmal verlieren wollen. Obwohl, ne, Leviathan brauchen wir momentan sowieso nicht. Gut, dann können wir das hier reintun. Das Aurora-Band. Denn Leviathan macht ja Wasserschaden und Wasserschaden ist jetzt nicht so gut für den späteren Verlauf. So, dann gehen wir wieder da zu dem Pfad, wo wir uns aussuchen konnten, wo wir lang gehen, also links, rechts oder nach vorne. Und da gehen wir diesmal den rechten Weg. Schauen wir mal. Ich weiß mir nicht auch nicht so genau, was das hier für ein Spaßig. Na, ich glaube, wir müssen erstmal da lang zu dem Haus. Gehen wir erstmal hier nach rechts. So, hier müsste eine Kiste sein. Ganz oben. Wachsamkeit. Also dann werden wir hier erstmal die ganzen Häuser erforschen. Ich glaube, hier sind wir nicht in jedem Haus irgendwie noch Gegenstände mit drin. Und die wollen wir ja natürlich hier nicht einfach rumliegen lassen, denn wir sind ja Geier, wir brauchen alles. So, ein Elixier. Und ich glaube, hier oben haben wir eine Substanz. Also wir ruhen uns jetzt hier nicht aus. Hier haben wir schon eine Substanz. Feindeskern.
Obwohl das die ganzen Feinde können, die wir jetzt hier noch kriegen könnten, irgendwie, ich weiß nicht, überflüssig sind, meiner Meinung nach. Weil man kann sowieso nicht mal alle Feinde können damit bekommen. Ach, wir sollten doch eine Runde zu da ausruhen, fällt mir gerade ein. Das war mir nicht, hier nicht umsonst gesagt. Er spürt schon, dass Sephiroth und Aeris hier sind. Genau. Upp. Jetzt sind wir wieder reingegangen. Das schon stimmen. Gut, jetzt gehen wir hier nach Norden. Können wir dazu schwimmen? So, in diesem kleinen Häuschen müsste noch eine Substanz liegen. Die übrigens auch sehr gut ist. Da oben haben wir sie, das müsste Komet sein. Genau. In die machen wir natürlich gleich rein, denn die Substanz ist wirklich sehr gut. Überlegen, was wir dagegen austauschen erstmal. Das ist immer so eine schwierige Frage, was tauschen wir um? Also einen Zauber müssen wir drin lassen, das ist momentan das Wichtige. Ich wäre eher für Bio, weil das können wir jetzt nicht gebrauchen, dieses Bio. Und dann machen wir hier den Komet rein. Ein Komet ist eine starke Substanz. Und dann kommen jetzt hier die Glastreppe oder wie auch immer runterlaufen. So. Ups, Alter. Wieder in die falsche Richtung gelaufen. So, und bevor wir jetzt hier die Treppen runterlaufen, will ich euch hier natürlich erstmal quälen. Und wir sehen uns dann im neuen Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier etwas gefallen. Und vielleicht war er wieder informativ. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne das Video bewerten. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach unten geben. Und bitte dann einen Kommentar da lassen, was euch nicht so gefallen hat. Und Feedback geben. Denn Feedback ist wichtig. So. Hier in der vergessenen Stadt geht es dann im nächsten Part weiter. Wieder mit euren HD-Blacker.